Willkommen auf Klemmba, deinem Steinchen-Kanal, und damit begrüße ich euch zum nächsten Review. Heute schauen wir uns an die 75266 des Sith Troopers Battle Pack aus dem Jahr 2020. 1. Januar 2020 bis 31. Juli 2021 war das Set käuflich zu erwerben. Ist ein Episode 9 Set. 105 Einzelteile in etwa, 4 Minifiguren, 3 davon exklusiv. Eine UVP von 14,99 €. Und wir schauen einfach mal rein. Anleitung und Verpackung habe ich dazu jetzt leider nicht mehr finden können. Aber das ist bei dem Set ehrlich gesagt auch nebensächlich, weil in der Anleitung steht nicht viel drin. Ja, ihr baut da die paar Teile zusammen, habt die Figuren und das war's auch schon. Also bei dem Set, auch wenn ihr es gebraucht kauft, verzichtet ruhig auf die Anleitung und die Verpackung. Die braucht man nicht bei diesem Set. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Unspektakulären an. Und zwar, das ist das Gebaute. Und danach gucken wir uns mal die Minifiguren an. Ich habe das Set damals vor 3 Jahren etwa. Ja, 3 Jahre ist es schon her. 2 Jahre um den Dreh. Habe ich das Set gebraucht neu gekauft bei Real damals. Und ich glaube, die hatten das dann im Angebot für 8,99 €, 9 €, irgendwie sowas. Für das Geld haben sie es rausgeschmissen. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt nehme ich es mal mit. Eigentlich hatte ich überhaupt kein Interesse dran, das Set mir zu kaufen. Aber für das Geld habe ich es mir damals dann doch geholt. Und seitdem steht es eigentlich nur rum und wartet darauf, dass ich ein Review dazu drehe. Und jetzt ist mal so langsam aber sicher die Zeit dafür. Das, was wir hier dabei haben, ist ein Teilespender. Also ich weiß nicht, was man damit ernsthaft anfangen soll. Von der Größe ist es wie so ein Sternzerstörer Microfighter etwa. Oder generell so ein Microfighter ist es von der Größe. Das Ding, ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das zum Spielen? Unter uns? Nein. Auch wenn ich jetzt mit jemand anderem reden würde? Nein, lohnt sich nicht. Das Ding ist Müll, ja. Also ihr könnt zwar hier eure Figuren draufsetzen, aber so, ist das jetzt cool? Ja, vielleicht für ein Kind, einfach mal so, um ein bisschen kurz was zu spielen, und dann liegt's in der Ecke, das Set in der Ecke, nicht das Kind, dafür ist es okay. Aber das war's schon am Spielspaß, ja, was wir hier haben. Wir können hier vorne zwar noch so einen Stud-Shooter draufsetzen, sehr wahrscheinlich, dafür ist es, denke ich mal, gedacht, hier drauf, oder vielleicht auch da drauf, wer weiß es schon, ja. Dann könnt ihr das bewegen oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist die Funktion an dem Set. Ja, von daher, das ist ein Teilespender. Das Ding kauft ihr, nehmt die Figuren raus. Vielleicht baut ihr es auf. Ja, Sticker sind natürlich keine dabei. Wozu dann auch, aber es nehmt ihr, baut ihr vielleicht mal auf. Aber ansonsten zerlegt ihr es, habt ein paar nette Teile. Eine spannende Farbe hier noch mit dabei, das Sand Blue. Und hier unten ist eine schöne 4x10er Plate ist es, glaube ich. 4x8 oder 4x10. 4x10 müsste es sein. Genau, eine 4x10er Dark Bluish Grey Plate, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das ist wirklich schön. Dann habt ihr hier noch eine schöne Light Bluish Grey 2x10er müsste es ebenfalls sein, Plate mit dabei. Die 2x8. 10. Heute habe ich es einfach mit dem Zählen. 2x10, 4x10er Plate. Das ist schon in Ordnung. Also teilemäßig kann man da schon was Nettes sich halt rausziehen. Aber so an sich, also ihr seht es ja selbst, ne? Das, ja, ein Teilespender. Mehr haben wir da nicht. Ja. Hier mittendrin, muss man auch mal zugeben, stört es auch nicht so sehr, dass da halt ein blauer Pin ist. Weil mit dem hellblauen drumherum, mit dem Light Blue, das sieht irgendwie ganz nett aus. Ja, da hat man innen drin nochmal ein bisschen Struktur. Aber ja, wir stellen es mal zur Seite. Ja. Von daher, das war auch der Grund, warum ich es damals nicht kaufen wollte. Weil das, schaut euch die 75034 an. Das Review dazu habe ich gerade eben gedreht gehabt. Da ist eine schöne Kanone dabei gewesen. Da macht das Spaß. Da hat man was Sinnvolles dabei. Und das ist so ein typischer Speeder. Den hat man gebaut, stellt ihn zur Seite und fertig. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den Minifiguren, würde ich sagen. Und zwar, was haben wir hier am Start? Wir haben, Moment, ich dachte, ich liege falsch. Nein, wir haben hier den Sith Fleet Officer.
Natürlich mit Stud-Shooter hinten hier mit so einer Schulterstütze am Start. Braucht man, ja. Das ist die SW1076, kostet 2,25 €, ist exklusiv. Und da können wir auch schnell drüber gehen, ja. Torso bedruckt, Rücken bedruckt, Hut bedruckt, kein Wendegesicht, ja. Und das war's auch schon. Da ist nichts dran, ja. Einfach so ein Standardoffizier, wie wir ihn schon tausendfach von Lego hatten. Deswegen 2,25 ist er abgestraft mit. Ja, aber es ist halt eine solide Figur, aber mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. Man kann ihn benutzen, ja. Dann haben wir hier die Minifigur. Moment, die gucken wir uns am Ende an. Die ist nämlich cool, ne? Hier haben wir zweimal die SW1075, den Sith Jet Trooper. Ja, kostet 2,90 € etwa, natürlich mit Stud-Shooter, die wir direkt abmontieren. Ich bin überrascht über den Preis, weil eigentlich sind es coole Figuren, ja, komplett bedruckt hier vorne. Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Cooler Helm-Mold, gefällt mir auch sehr. Also die sehen sportlich aus, die Jungs. Ja. So, könnt ihr es sehen, ich hoffe. Wirklich sehr, sehr cool. Ja. Schön bedruckt, alle beide. Und auch der Rücken, da ist ein richtig cooles Backpack mit dabei. Und das hier ist eine Fliese mit einem Print. Ja. Die macht ihr, könnt ihr auch so runter popeln, so. Und dann ist hier hinten quasi eine Noppe und dann macht ihr hier eben diese Fliese drauf und dann passt es. Also entsprechend ist auch der Rücken hier bedruckt noch. Ja. So, das machen wir mal hier vorsichtig hoch. Zack. Rücken ist auch bedruckt. Also die Figur kann sich schon sehen lassen und wie gesagt, das Backpack, das ist ja mal mehr als rattenscharf. Und 2,90 € finde ich wirklich überraschend. Ja. Aber gut. Das ist halt so der Preis aktuell. Hier seht ihr auch nochmal den Kopf. Das ist dieses Angry Clown Face. Ja. So. Und das ja, passt aber. 2,90 € könnt ihr echt. Also da kann man schon mal zuschlagen. Kann man mal mitnehmen. Wenn man überlegt, dass das Set damals aber halt auch nur 9 € dann gekostet hat im Ausverkauf bei dem einen oder anderen. Dann ist es wieder in Relation teurer. Also ich glaube, das liegt eher daran, dass das Set unbeliebt war und auf Masse rausgeballert wurde für kleines Geld. Und dadurch sind die so günstig aktuell. Aber nichtsdestotrotz wirklich solide Figuren gefallen mir sehr, sehr gut. Die Stud-Shooter, wie gesagt, die schmeißt ihr in den Müll und kauft euch einfach ein paar Blaster. Ja. Für 2 €, holt euch mal so einen Schwung. Und dann habt ihr eine gute Batterie an Blastern rumliegen. Und da könnt ihr immer so alte Sets mit ausstatten. So mein Tipp, einfach mal auf Bricklink irgendwo gucken, wenn Händler die gerade günstig drin hat oder so und ihr mal 5 € zu viel habt, dann kauft euch mal einen Schwung Blaster, legt ihr euch nebenhin und immer wenn ihr so alte Sets bekommt, könnt ihr direkt die Stud-Shooter neben zur Seite legen und eine schöne Waffe dran stecken und dann wird da auch ein Schuh draus. Und hier ist der Grund, das ist die SW1065, ein Sith Trooper, weswegen wahrscheinlich das Set beliebt war, vielleicht für den einen oder anderen oder warum es ausgepartet wurde in Masse vielleicht. Denn das ist so ein Standard-Sith-Trooper in Rot. Der ist einfach cool. Details vorne, so wie auch die Jet-Trooper. Also wirklich schön gemacht. Schöner Helm, ja, Angry Clown Face, wir kennen es. Rücken bedruckt und einfach eine grundsolide Minifigur. Einfach ein normaler Trooper. Und der kostet 4 € etwa. So wie so alle Standard-Trooper kosten immer 4 € um den Dreh. Und genauso dieser hier. Ich finde allerdings, dass die Jet Trooper sogar ein bisschen cooler nochmal sind, ja, in dem Fall. Aber ja, weiß ich nicht. Die haben beide was. Also grundsätzlich echt sehr, sehr gute Figuren hier drin. Wie gesagt, wenn wir den Offizier jetzt außen vor lassen, weil der Standard, ja, den kann man sich schenken, da hätten sie ruhig noch den Kollegen hier einfach nochmal beilegen können. Dann wäre es gut gewesen. Den gab es auch noch im Magazin, glaube ich, und so weiter. Irgendwo anders gab es den auch noch. Ich glaube 4 Sets oder so. Ja. Top-Figur. Alle Figuren top, außer dem Offizier. Und gebraucht kriegt ihr das Set auch so für um die 15 €. Ich werde wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Videos ist Bricklink down, deswegen kann ich jetzt auch nicht gucken, wie viel da momentan auch angeboten wird. Aber ich werde sehr wahrscheinlich das Set ausparken und in Einzelteile in den Shop packen. Das heißt, die Figuren wird es bei mir dann auch einzeln geben. Aber je nachdem, wann ihr das Video auch guckt, ist es wahrscheinlich auch schon, oder kann es sein, dass dass schon die einzelnen Figuren verkauft sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber so viel dazu. Das Set wird wieder veräußert. Ich habe es damals auch wirklich nur gekauft, um mal ein Video zu machen und es hat fast 3 Jahre gedauert, damit es jetzt endlich mal ein Video bekommt.
Und ich glaube, das ist auch genug Aufmerksamkeit für das Set. Wie gesagt, die Figuren sind toll, aber das Gebaute ist halt wirklich Müll. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch in Einzelteile dann raushauen, weil das Gebaute braucht man wirklich nicht. Und ich glaube, die Steine sind ganz cool. Ja, da freut sich jemand dann, wenn man so Steine mal kaufen kann wieder. Aber die Figuren, die sind wirklich das, weswegen man das Set, glaube ich, holt. Und gerade die zwei sind wirklich sehr, sehr schön. Und damit würde ich auch sagen, wie gesagt, 15 € um den Dreh gebraucht, kriegt ihr das. Bisschen drunter, bisschen drüber. In dem Bereich ist es okay. Über 20 würde ich nicht gehen. 10 bis 15 € und dann seid ihr damit echt sehr gut beraten. Und ja, damit würde ich sagen, soll es auch gewesen sein zu dem Set. Lasst gerne eine Bewertung und eure Meinung natürlich da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Macht es gut, habt eine gute Zeit und ciao, ciao.